Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Hypertext Markup Language. Genau, nochmal, das ist eine reine Textdatei und die Aufteilung Elemente, also die Aufteilung in Elemente wie Absätze, Überschriften und so, das macht man alles durch Markierung. Also wenn wir uns so die generelle Struktur von so einer Webseite anschauen, dann haben wir hier den Header quasi, da stehen dann Metadaten zu der Seite drin, wer hat die Seite gemacht. Ja, dürfen Google-Suchroboter diese Seite indizieren, sodass man sie in Zukunft beim Suchen findet, oder dürfen sie das nicht? Welche Sprache hat diese Seite? Benutzt sie ein konkretes Zeichenset? Was ist eigentlich so die Funktion von dieser Seite? Gibt es Informationen über diese Seite, die zum Beispiel bei einer Suchmaschine angezeigt werden sollen, wenn man nach etwas sucht und die Seite wäre ein Treffer? All das kann man hier in diese Metadaten packen. Wem gehört diese Seite? Gibt es einen Copywriter? Also was? Schauen wir uns mal die wichtigsten Elemente an. Ja? Also wir haben, oft wird gesagt, okay, Document Type, ja, eine Art des Dokuments, HTML, dann haben wir den Header, über den haben wir gerade gesprochen, dann haben wir den Body, da kommen die eigentlichen Daten rein. Ne? Also wenn ich jetzt so eine Webseite habe, in den Header schreibe ich rein, gerade solche Informationen, wie ich gesagt habe, auch andere Informationen, zum Beispiel, welches kleine Icon soll angezeigt werden, wenn man die Seite als Tab in seinem Browser offen hat. Andere Informationen wären zum Beispiel, was soll in dem Titel der Seite angezeigt werden. Solche Sachen stehen in dem Header drin. Aber was einem angezeigt wird, wenn man die Seite öffnet, das kommt dann im Body. Wir schauen uns das auch noch mal ein bisschen an. Ja, und dann würde eine Webseite ungefähr so aussehen. Ja. Doctype, ein Document-Type ist HTML. Dann haben wir so einen HTML-Tag, der sagt, okay, ab hier fängt der HTML-Teil an. Ja. Das hier sind so die Metadaten zu der HTML-Datei an sich. Und das sind quasi dann, da fängt die HTML-Datei an. Bei vielen Seiten ist es so, dass vorgeschoben noch ein Code-Abschnitt ist. Aber darüber reden wir später nochmal ganz kurz. Ja, und dann kommt der Header-Teil. Ne? Also hier wird alles Mögliche gesagt, wie zum Beispiel, das ist der Titel der Webseite, weitere Kopfinformationen, ja, alles von diesen Beispielen, die ich schon genannt habe. Und falls ihr euch wundert, was das hier bedeutet, ja, also wir haben hier diese Spitzklammern, die sagen, okay, das hier ist eine Anweisung an den Browser. Das ist nicht der eigentliche Inhalt von der Webseite, sondern das ist eine Anweisung an den Browser. Und wenn der Browser hier so in so Spitzklammern irgendwelchen Text findet, dann versucht er den zu interpretieren als HTML-Befehl. Und das passiert dann auch. Ja, und dann habe ich hier einen Header und hier einen Title. Und wenn ich jetzt aber gar keinen konkreten HTML-Befehl habe, aber ich würde gerne trotzdem Text unterbringen, der am Ende nicht im Browser auftaucht, dann benutze ich dafür die Kommentierung in HTML. Und das ist das Format der Kommentierung. Das ist eine Spitzklammer zur Eröffnung, ein Ausrufezeichen, zwei Bindestriche, dann kommt der Text, den ich verstecken will, und am Ende schließe ich dann ab mit nochmal zwei Strichen und einer Spitzklammer. Ja. Es gibt, wenn man mal in den Quellcode von Webseiten schaut, dann ist es tatsächlich so, dass ab und an mal in so einem Kommentar von der Webseite Programmierer dazu aufgerufen werden, sich zu bewerben. Ja, hier, das ist unser HTML-Code. Falls ihr Coder seid, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn jemand Source Code von der, also den Quelltext quasi, die HTML-Datei im Rohformat aufruft, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er dann Programmierer ist. Oder einer von euch. Genau. Ja, und dann kommt hier auch schon die Anweisung, hey, lieber Browser, hier haben wir jetzt wieder in Spitzklammern eine weitere Anweisung. Ja, hier, öffnende Spitzklammer, schließende Spitzklammer. Und dazwischen steht Schrägstrich head, ja, oder slash head. Das bedeutet, hier oben hatten wir ein öffnendes Element und hier haben wir ein schließendes Element. Und so weiß der Browser, okay, hier fängt der Head-Teil an, ja, das ist jetzt also dieser Head-Teil. Und da, das ist das schließende Element, das heißt, hier hört der Head-Teil auf. Und danach fängt der Body-Teil an. Ja? Und dann kommt dann der Inhalt der Seite. Hier haben wir ein P-Element, das heißt Paragraph, ja? Und das ist zwischen den Spitzklammern und eröffnet. Dann kommt der Inhalt der Webseite, ja, das wäre ein Absatz. Dann kommt ein schließendes P-Element und je nachdem, wie ich in der CSS-Datei dann gesagt habe, wie ein Paragraph, also so ein Absatz, behandelt werden soll, wird dann dieser Absatz tatsächlich dargestellt. Das wäre dann das allererste Element, das überhaupt dargestellt wird. Ja. Wenn ich nichts angebe, dann wird die Standardformatierung, die der Browser quasi mitbringt, ja, der, wenn er gar keine Anweisungen bekommt, wie der so eine Webseite darstellen würde. Und das ist, was passiert, wenn euch plötzlich das Internet wegbricht und im Cachen noch so ein Quelltext von der Webseite, aber kein richtiger Zugriff auf das CSS möglich ist. Oder
Einfach beim Aufrufen der CSS-Datei was schief geht. Oder wenn ihr fuchsig seid und in eurem Browser, ja, links unten, wenn ihr rechtsklickt in eurem Browser auf irgendeine Webseite, ja, und dann auf Untersuchen oder Editor oder Inspect-Element oder so klickt, dann bekommt ihr den Quellcode in so einem kleinen Seitenfenster angezeigt und dann könnt ihr da drin rumfuschen. Und wenn ihr die CSS-Datei entfernt, dann gibt es keine Formatierung mehr, könnt ihr euch die Standard-HTML-Formatierung ansehen. Sieht in der Regel furchtbar aus. Genau. Und hier haben wir jetzt also so ein Element, das zeigt, hey, hier ist der Body zu Ende. Ne? Also wir haben hier wieder die Spitzklammern und da hinten haben wir dann den Schrägstrich. Das heißt, hier ist Schluss mit Body. Ja, und dann sagen wir hier unten Schluss auch mit HTML und schließen quasi den HTML-Tag, also dieses HTML-Element, das wir oben geöffnet haben, schließen wir hier unten ab und das war's. Fertig. Ja. Wenn man sich so eine HTML-Seite ganz ohne Strukturierung anschaut, dann sieht sie so aus. Ja, das ist die Seite, die wir eben gesehen haben, nur eben völlig ohne Strukturierung. Für den Computer kein Problem. Und wenn ihr mal hinschaut, seht ihr auch, warte mal, das ist ja auch gar nicht nötig, dass es aufgeteilt wird, weil diese Spitzklammern hier oben, die regeln das ja alles schon. Also ich habe hier die Spitzklammern, die sagen, okay, hier fängt der Head an, na, und dann weiß der Computer automatisch, hey, ich gehe diese ganzen Zeilen durch und irgendwann kommt hier unten das schließende Head-Element. Ja, und wenn das schließende Head-Element kommt, dann weiß er, okay, da ist der Header vorbei. Und dann kommt hier das eröffnende Body-Element. Und dann wird hier gesagt, das ist ein Absatz. Ich brauche also gar keine Enter-Zeichen. Ich brauche nichts, um zu formatieren, als nur diese Buchstaben und diese Spitzklammern. Naja, und die Schrägstriche. Die sollte man nicht vergessen. Die sind ganz wichtig, sonst weiß der Computer ja gar nicht, wo eine Sache aufhört, die irgendwo mal angefangen hat. Sonst fängt alles ja immer nur an. Auch blöd. Genau, wenn man das jetzt also ein bisschen mehr strukturiert, ne, dann haben wir hier wieder Doctype, ne, dann haben wir hier das HTML geöffnet und geschlossen und dazwischen haben wir einen Head-Abschnitt, ja, Titel der Webseite, weitere Kopfinformationen, all dieses Zeug und hier haben wir den Body-Abschnitt, ne, der kommt nach dem Head-Abschnitt, aber noch innerhalb der HTML-Seite und da ist dann der Inhalt der Webseite. Der Übersicht halber, ja, damit es menschenlesbarer wird, macht man das so, dass man das so ein bisschen einrückt. Ne? Also man schiebt die Zeilen so ein, dass man weiß, wo ein Element anfängt und wo eins aufhört. Ne? Also hier zum Beispiel hätten wir das so. Hier fängt das HTML an. Ne? Da. Und dann kommt der Header. So, und damit ich gleich sehen kann, wo der Header endet, nämlich hier, rücke ich beide Elemente gleich weit ein. So, mit dem Body kann ich das auch machen. Und schon wird die Seite viel übersichtlicher. Ja, ist schon fast menschenlesbar. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, was P heißt und Body und Head und all dieses Zeug, ja, A, href und all sowas und IMG, Image, ihr werdet es euch schon gedacht haben, dann könnt ihr damit problemlos arbeiten. Genau, also nochmal, im Kopf sind Metadaten, der Titel der Seite, der Verfasser, dürfen Roboter das lesen, habe ich Dateien verlinkt. Nicht nur CSS-Dateien, vielleicht habe ich auch noch Skripte, ja, ich möchte, dass bestimmte Programme oder Programmcodes ausgeführt werden, wenn man diese Seite öffnet. Das ist manchmal sehr gut, weil auch komplexere Webseiten möglich werden. Ja, man kann auch Spiele in Browsern programmieren. Ich glaube, es ist jetzt auch keine Neuigkeit mehr für irgendjemanden, dass es Browserspiele gibt. Aber natürlich auch Schadcode auf diese Art verstecken. Ne? Ich kann in meinem Code oben reinschreiben, hey, jeder, der auf diese Seite kommt, der soll bitte diesen Krypto-Miner-Auftrag erfüllen und für mich Bitcoin minen. Oder der soll seinen Computer zu meiner Verfügung stellen und ich gucke mal dann, welche Daten der so drauf hat. Das geht auch. Deswegen, wenn man sozusagen einer bestimmten Seite nicht vertraut oder mit kritischen Daten auf seinem Rechner unterwegs ist, dann sollte man gucken, dass man möglichst viele Skripte blockiert auf seinem Browser, sodass nicht gefährlicher Code ausgeführt wird. Ja, so typische Kandidaten für gefährliche Seiten sind natürlich Pornoseiten, aber auch Fußballseiten, ja, das, wo es so ein bisschen halblegal wird, Videos runterladen oder so ein Zeug. Meistens so, dass die Leute, wenn die schon bestimmte Gesetze gegen Gesetze verstoßen oder gegen Urheberrechte verstoßen, dass sie dann manchmal auch gegen die Sicherheitsregeln verstoßen beim Erstellen von unserer Webseite.
Was ist im Body so drin? Naja, ich habe ja von Überschriften geredet, die werden hier halt Header genannt, ja, und ich kann auf Überschriftenebenen haben, also ich habe die Hauptüberschrift, der Titel der Seite wäre Title, ja, wäre noch drüber quasi, logisch gesehen. Also ich habe hier den Header 1, ja, und dann kann ich Zitate setzen, ich kann auch den Header 2 setzen, das wäre dann die Unterüberschrift zu einer Überschrift, ne, und Header 3 wäre dann die Unterunterüberschrift und Header 4 wäre die Unterunterunterüberschrift und so weiter. Ich glaube, es gibt so ungefähr 6 oder 7. Standardmäßig jedenfalls, wenn man eine CSS-Datei benutzt, kann man so viel definieren, wie man mag. Tja, dann haben wir OL. OL steht für Ordered List, ja. Also das heißt, das ist eine Liste, bei der es auf die Reihenfolge ankommt. Also logischerweise eine nummerierte Liste. Und LI steht für List Item. Das heißt, ich sage dem Browser, ohne dass ich irgendwie Enter und formatieren und also ohne dass ich die einzelnen Elemente einer Liste untereinander setzen müsste und dann quasi durch irgendwie Formatierung klarstelle, dass die eingerückt sein muss oder so, sage ich einfach nur, hey, lieber Browser, bitte mach eine sortierte, eine nummerierte Liste nach der Standardformatierung und hier kommt das erste Element der Liste. Ja, und dann habe ich noch ein Element der Liste und dann bin ich mit meiner Liste fertig. Und wenn ich in der CSS-Datei keine Informationen hinterlege, dann wird halt die Standardformatierung benutzt. Das ist einfach dann eine weiße Seite. Bei einer Ordered List ist das dann eine 1 und ein Punkt. Und dann kommt das erste List-Item. Und dann kommt für das zweite List-Item eine 2 und ein Punkt für das dritte List-Item und so weiter. So, und so brauche ich nicht mal diese Elemente der Liste durchnummerieren, sondern ich kann die einfach da reinhacken. Kleiner Fact quasi. Diese komplexen Menüs, wo ich irgendwo hinklicke, ja, und dann kommt ein Untermenü und dann kann ich da auf dem Untermenü noch irgendwo draufklicken, das sind Listen, die in der CSS-Datei so umformuliert wurden, dass die einzelnen List-Elemente nebeneinander auftauchen und bunt formatiert sind. Und wenn man mit dem Mauszeiger drüber geht, wird eine weitere Liste, die von oben nach unten und bunt formatiert ist, angezeigt. Und diese List-Items, die sind dann halt kein Text, sondern Links auf Unterseiten oder andere Seiten. Genau, das hier wäre zum Beispiel so ein Link, ja, also da haben wir hreference, ja, www.wikipedia.org und hier habe ich, wenn ihr mal hinschaut, ich habe hier erstmal außerhalb von Spitzklammern Text, freie Online-Enzyklopädie. Und dann habe ich in den Spitzklammern nochmal Informationen. Erstmal habe ich dieses wunderschöne A hier, ja, dann habe ich href, das sagt, hier soll verwiesen werden und dann habe ich www.wikipedia.org und ich sehe hier, das ist die Seite, auf die verwiesen wird, quasi das Ziel des Links. Und ich habe aber einen abweichenden Text. Und so funktioniert es, dass wenn ihr in der Webseite zum Beispiel irgendwie stehen habt, freie Online-Enzyklopädie, ist aber blau und unterstrichen. Und wenn ihr draufklickt, dann kommt ihr auf wikipedia.org. Dann ist das deswegen, weil in der Spitzklammer, hier in diesem Element quasi, der Link versteckt wurde. Und wenn ich jetzt Schindluder treiben will, also ich sage hier, ganz sichere Seite der Deutschen Bank und in Wirklichkeit führt es auf meine fiese Hacker-Domain Deutsche Hank, ja, dann würde ich hier hinschreiben, ahref gleich www.deutschehank.de, hier in Anführungszeichen, ja, Vorsicht, wenn ihr das später mal als Code benutzen wollt, das Anführungszeichen müsste ein englisches sein und oben sein, wie auch das hier ein englisches und oben sitzendes Anführungszeichen sein muss. Das ist jetzt der Autokorrektur durch PowerPoint geschuldet. Aber jedenfalls könnte ich hier also in den unsichtbaren Code in die eckige, in diese Spitzklammern, in die Anweisung für den Browser reinschreiben, hey, wenn jemand auf diesen Link klickt, dann führe ihn bitte auf www.deutschehank.de. Aber zeig bitte, wenn du den Link anzeigst, www.deutschebank.de an. Und wenn jetzt jemand völlig arglos quasi diesen Link sieht und da steht deutschebank.de und der sagt sich, oh, ich wollte doch sowieso noch Online-Banking machen und klickt da drauf, dann wird er gar nicht auf deutschebank.de, sondern deutschehank.de geschickt. Ja, und wenn das meine fiese Hackerseite ist und ich auch nur ein Minimum eines Hacker-Begriffs quasi der Hacker-Bezeichnung wert bin, dann sieht sie auch ungefähr so aus wie die Deutsche Bank. Aber es steht halt oben im Browser Deutscher Hank. Es gibt inzwischen einige Sicherheitsmaßnahmen, wir reden gleich noch drüber, aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, auf die man achten muss, aber das ist theoretisch ja eigentlich eine ganz sinnvolle Funktion. Na, also vielleicht sagt mir freie Online-Enzyklopädie, vielleicht sogar Wikipedia, die freie Online-Enzyklopädie als Link wesentlich mehr als www.wikipedia.org. Genau, was gibt's noch? Das hier wäre ein Bild, ich sage also, hey,
Image, ja, das ist der Image-Tag und ich sage, hey, es soll angezeigt werden, www.bilder.de/bild.jpg. Ja, und das heißt, der Browser sagt, hier kommt ein Bild hin. Und wenn er wenn er diese Stelle darstellt, bemerkt er sich, okay, hier hätte ein Bild hingemusst, ich gehe mal kurz das Bild laden. So, und dann wird also diese HTML-Textseite interpretiert und von oben nach unten geladen, dann kommt er hier bei dem Bild an und sagt, ja, ich brauche ein Bild. Und dann geht er das Bild aus dem Internet holen, ne, von dieser Seite www.bilder.de/bild.jpg, legt es im Cache ab und lädt es dann in diese Browser-Ansicht, in diese Webseiten-Ansicht und macht dann mit dem Rest der Seite weiter. Man kann es so einstellen, dass man dem Browser sagt, hey, dieses Bild wäre so und so groß, bitte setz hier in den Kasten und lad erstmal alles, mach erstmal den ganzen Rest der Seite weiter und lad nebenher das Bild. Deswegen gibt es einige Seiten, bei denen das irgendwie dauert, bis irgendwelche Bilder geladen sind und dann wird die Seite angezeigt. Und es gibt andere Seiten, bei denen habt ihr erstmal so leere Platzhalter für die Bilder und dann kommen die Bilder hinterher. Was ihr noch machen könnt, ist hier einen Alternativtext zu setzen und zu sagen, hier wäre ein Bild zum Beispiel. Aber man kann da auch andere Sachen machen, zum Beispiel kann man sich vorstellen, hey, ich habe hier so eine Wikipedia-Seite und da füge ich jetzt ein Bild ein und ich schreibe hier aber einen kurzen erklärenden Text, was dieses Bild ist. Und dann habe ich hier Text, ja, in einem Computer gibt es ein Mainboard, hier ist das Bild von einem Mainboard zu sehen, das ist eine grüne Platine mit goldenen Leiterlinien quasi drauf und außerdem kann man verschiedene Anschlüsse für Geräte sehen. So, im Normalfall wird ja das Bild immer geladen, dann brauche ich ja diesen Alternativtext nicht. Es gibt aber schon Situationen, wo der extrem sinnvoll ist. Eine Situation ist, hey, das Internet ist einfach zu langsam, ich habe meinem Browser gesagt, der soll keine Bilder laden, nur wenn ich das von ihm will. Was dann passiert ist, dass dieser Text erstmal roh geladen wird und dann gibt es diesen Platzhalter für das Bild und dann würde da Text stehen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Text steht über das Mainboard und dann wird erklärt, wie das Bild aussieht und dann geht es mit dem Text weiter, verstehe ich den Zusammenhang. Aber das ist auch sehr interessant für Situationen, wo jemand das Bild nicht sehen kann. Also total oberflächliches Beispiel wäre, wenn jemand blind ist und sich die Seite vorlesen lässt, dann würde die Seite eben außerdem vorlesen, diesen Alternativtext für das Bild. Ist also ein wichtiger Faktor bei Inklusion. Ist aber auch interessant, wenn ich zum Beispiel gar keinen Bildschirm habe, wenn ich ein Gerät habe, das nur durch Ton bedienbar ist. Ne? Also so diese Heimassistenten, diese Heimautomatisierung, wo ich sage, hey, Heimassistent, sag mir doch mal oder lies mir doch mal die Wikipedia-Seite zum Thema Mainboard vor. Und dann könnte der Heimassistent auch den Inhalt dieses Bildes vorlesen und ich würde dann sozusagen den Kontext besser verstehen. Man kann damit auch anders umgehen, ja, also man kann diesen Alternativtext einfach weglassen und dann ist das System halt auf eine Systemmeldung angewiesen und würde sagen, ja, nicht geladenes Bild. Oder man kann reinschreiben, hey, voll blöd, dass du so eine langsame Internetverbindung hast. Ja, und dann kriegt jeder das vorgelesen, wenn er auf so eine Seite geht. Insofern muss man da, ist natürlich sehr rücksichtsvoll, wenn man darauf achtet. Und es zeugt halt auch von der hohen Qualität der Webseite, wenn man darauf achtet, dass sie alternative Informationen vorliegen. Und wenn ich das jetzt kombiniere, also ich habe ein Bild und ich habe einen Link, dann kann ich hier natürlich auch sagen, hey, ich möchte, dass du hier einen Link setzt, aber hier ist nicht Text, sondern dann so ein Bildelement. Und dann kann man auf ein Bild klicken und kommt auf eine Webseite. Wenn ich jetzt natürlich perfide bin und ein Bild von dem Deutschen Bank Logo nehme und aber im Link sage, hey, verweis doch bitte auf deutschehank.de, wenn da jemand draufklickt, dann bin ich wieder bei dem Hacker-Beispiel.